Der AfD-Landtagskandidat Andreas Jurka ist vor einigen Tagen angegriffen und brutal zusammengeschlagen worden. Er selbst spricht von einer politisch motivierten Tat und dass einige der Angreifer aufgrund von Akzent und Aussehen Migrationshintergrund haben. Jetzt wurde Andreas Jurka angezeigt. Der Vorwurf lautet Vortäuschung einer Straftat sowie Volksverhetzung. Wer ihn angezeigt hat, ist wirklich äußerst spannend und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Moin, ich bin David. Schön, dass du da bist. Es waren wirklich furchtbare Bilder, die wir von Andreas Jurka nach dem Überfall auf ihn gesehen haben. Er sprach von einer politisch motivierten Tat, weil ihn die Angreifer kurz vor dem Angriff gefragt haben, ob er die Person auf den Plakaten sei. Als er das bestätigte, wurde er zusammengeschlagen. Und die Presse hat eigentlich, nachdem sie versucht hat, das Ganze klein zu halten, dann sofort getitelt, dass irgendetwas dort bei seiner Aussage nicht stimmt, dass dort Widersprüche sind und auch seine Verletzungen. Diese sind natürlich viel zu symmetrisch. Es gab keine Verletzung der Haut, sondern die Augen waren nur geschwollen. Wir hatten nur Hämatome. Das ist sehr verdächtig. Da muss irgendetwas nicht stimmen. Ja, natürlich. Herr Andreas Jurka hat eine Pfanne genommen und sie sich selbst ins Gesicht geschlagen, um diesen Angriff vorzutäuschen. Ich meine, seien wir ehrlich, wir können niemanden in den Kopf gucken und keiner von uns war dabei. Aber ich denke, wenn ein Andreas Jurka das sagt, nachdem er angegriffen wurde, müssen wir zuallererst davon ausgehen, dass das, was er sagt, die Wahrheit ist. Und den Rest muss Polizei und Staatsanwaltschaft aufklären. Aber die Polizei und Staatsanwaltschaft haben das mit dem politischen Motiv recht schnell beiseite gewischt und das nicht bestätigt. Das ist, wie ich finde, ein Fehler. Die Polizei hätte das auf keinen Fall so kommunizieren dürfen und es ist ihre Pflicht, ergebnisoffen zu ermitteln und auch das mit dem politischen Hintergrund jedenfalls in Betracht zu ziehen. Das sind sie dem Opfer schuldig. Und ich hoffe, dass der Fall wirklich aufgeklärt wird und dass wir erfahren, was dort genau vorgefallen ist. Ich wünsche Herrn Jurka auf jeden Fall weiterhin eine gute Genesung. Doch jetzt wurde Andreas Jurka auch noch angezeigt und die Vorwürfe wiegen wirklich schwer. Vortäuschung einer Straftat sowie Volksverhetzung. Die Augsburger Allgemeine schreibt das Folgende. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat bestätigt, dass sie eine Strafanzeige gegen den AfD-Politiker Andreas Jurka vorliegt. Wie ein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, sei sie inzwischen offiziell eingegangen. Doch wer hat Herrn Jurka jetzt angezeigt? War es vielleicht einer der vermeintlichen Täter? Oder war es jemand, der dabei war, ein Zeuge? Nein, es ist wirklich unglaublich und du wirst wirklich staunen, wer Herrn Jurka angezeigt hat. Die Augsburger Allgemeine schreibt weiter. Erstattet hat die Anzeige Gilbert Kallenborn, Rentner aus dem Saarland und nach eigenen Angaben jüdischer Aktivist. Der 69-Jährige versucht regelmäßig mit Strafanzeigen deutschlandweit Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die Bandbreite der behandelten Themen ist dabei groß. Also, wir haben einen Rentner, einen 69-jährigen Rentner, der in Wirklichkeit ein Vollzeitaktivist ist, ein linker Vollzeitaktivist, der alles und jeden anzeigt, nur um in die Presse zu kommen. Die Augsburger Allgemeine schreibt jetzt weiter. Im Fall Jurka wirft er dem AfD-Politiker Vortäuschung einer Straftat sowie Volksverhetzung vor. Dass eine Prügelattacke strafbewehrt nur vorgetäuscht wurde. Er verweist dabei unter anderem auf die fast symmetrischen Schwellungen im Gesicht, die mit dem geschilderten Ablauf des Angriffs nicht übereinstimmen können. Der 69-Jährige wirft Jurka zudem Volksverhetzung vor, weil der AfD-Politiker behauptet hatte, dass die Angreifer Migranten mit ausländischem Akzent gewesen seien. Das ist doch wirklich unglaublich. Also, halten wir fest. Es kann nicht sein, dass er zusammengeschlagen wurde, weil die Verletzungen in seinem Gesicht nicht mit dem, was er geschildert hat, übereinstimmen. Sie sind viel zu symmetrisch und das kann eigentlich nicht sein. Also es ist schon wirklich erstaunlich, was so ein 69-jähriger linker Aktivist versteht von menschlicher Anatomie und Physik. Welche Sachen dort auf einen einprallen und wie der Körper darauf reagiert. Auf all das weiß er die Antwort und er kann uns ganz genau sagen, dass das so nicht stimmen kann. Und es ist wirklich unglaublich, wenn ich sage, jemand, der mich angegriffen hat,
hat einen ausländischen Akzent und er sah auch nicht ganz wirklich blond aus. Er könnte Migrationshintergrund gehabt haben. Dann ist das mittlerweile Volksverhetzung? Ist das sein Ernst? Es ist wirklich unglaublich. Dieser Volksverhetzungsparagraf wird so eingesetzt, um jeden politischen Gegner einzuschüchtern. Das ist wirklich ein Witz vor dem Herrn. Das ist so unglaublich. Alles, was man sagt, kann mittlerweile ausgelegt werden als Volksverhetzung, weil man irgendeine kleine Gruppe beleidigt hat. Unglaublich. Aber weiter. Wer ist dieser Gilbert Kallenborn? Offensichtlich ist er eine linke Version vom Robin Hood. Naja, wenn ich mir überlege, ist er nicht eine linke Version von Robin Hood, denn schauen wir uns die Geschichte von Robin Hood an, war er schon ziemlich linkslastig. Er nahm es den Reichen, um es den Armen zu geben. Und irgendwie hat er es auch geschafft, davon selbst zu leben. Also ein typischer Linker. Aber egal, wollen wir uns jetzt einmal die Geschichte des Gilbert Kallenborn ansehen. Den ersten Artikel, den ich über ihn gefunden habe, war von 1995 im Spiegel. Schnall dich an, jetzt wird's lustig. In den Verdacht, ein Bankräuber zu sein, ist Gilbert Kallenborn wegen einer längst verbüßten Jugendsünde geraten. Mit 18 Jahren hatte er und 4 Klassenkameraden 1972 die Kreissparkasse in Waldrach überfallen. Das Quintett wollte mit der Beute 38.000 Mark eine Kommune in Kanada gründen. Stattdessen landete Kallenborn für 4,5 Jahre in den Knast. Also, was merkt man? Wenn man links ist, dann ist sogar ein Banküberfall eine Jugendsünde. Also als Jugendsünde erachte ich so etwas wie bei Tante Emma im Laden eine Tüte Bonbons klauen. Das ist für mich das, was eine Jugendsünde ist. Ein Banküberfall mit 4 weiteren Klassenkameraden ist doch keine Jugendsünde. Und dann haben sie 38.000 Mark, was 1972 richtig viel Geld war, die wollten sie packen in eine Kommune in Kanada. Das ist doch unglaublich. Da kann man sehen, die Linken sind dermaßen hirnlos, das ist wirklich unglaublich. Aber es geht weiter. Dubishalle.de schreibt über den Herrn das Folgende. Gegen Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht und Halle-Polizeichef Mario Schwan läuft im Zusammenhang mit dem Terroranschlag mit 2 Toten vor gut 2 Monaten eine Strafanzeige. Gestellt hat die Anzeige der Aktivist Gilbert Kallenborn aus dem Saarland. Er wirft Schwan und Stahlknecht unterlassene Hilfeleistung und Rechtsbeugung vor. Also da kann man auch sehen, egal was passiert, dieser Herr Gilbert baut daraus immer ein Konstrukt und bringt es zur Anzeige. Es ist wirklich reiner Geltungsdrang und irgendwas stimmt mit solchen Leuten nicht. Und diese gibt es besonders wirklich im linken Spektrum zuhauf. Ja, und ich bin mir auch sicher, Linke sind die Menschen, die am wenigsten Spaß am Leben haben. Alles, was mit links zu tun hat, ist immer verbohrt, verbittert. Das sind richtige Griesgräme. Es ist unglaublich. Also links sein ist wirklich ungesund. Diese Leute, wie Herr Kallenborn, zeugen davon. Dieser Mann ist wirklich unglaublich und auch die Saarbrücker Zeitung hat was über ihn geschrieben. Nach der Verteilung von Flugblättern mit Kritik am Schwalbacher Bürgermeister Hans-Joachim Neumeier soll Gilbert Kallenborn, ein aus der Partei ausgeschlossener früherer Linker, 18 Tage in Haft. Das hat Kallenborns Anwalt Josef Schierer in Lebach bestätigt. Neumeier hatte gegen Kallenborn geklagt, weil der 2015 in Flugblättern Falschaussagen verbreitet habe. Ja, offensichtlich ist das wirklich System, dass die Anschuldigungen von Herrn Kallenborn weder Hand noch Fuß haben. Sie sind einfach haltlos. Und ich hoffe, dass das Ganze wirklich eine Posse bleibt. Und ich hoffe auch, dass diesem Herrn Kallenborn wirklich das Handwerk gelegt wird. Es kann nicht sein, dass so ein Mensch mit so einem Geltungsdrang wirklich alles und jeden anzeigt und vor Gericht zerren will, damit er selber in die Presse kommt. Das ist so unglaublich. Ich fasse es nicht. Aber egal. Wie gesagt, ich hoffe, dass der Fall um Herrn Jurka bald aufgeklärt wird. Und ich hoffe inständig, dass solche Angriffe auf Politiker in Zukunft nicht mehr vorkommen werden. Und natürlich auch keine Angriffe auf normale Menschen, die ihre Überzeugung offen kundtun. So etwas gehört nicht in eine Demokratie. So etwas gehört auf keinen Fall in unsere Demokratie. Wir wollen frei sein und hoffen auf eine gewaltfreie
politische Auseinandersetzung. Dafür macht sich dieser Kanal stark, deswegen solltest du ihn unbedingt jetzt abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Jetzt solltest du auch dieses Video hier schauen. Ja, einfach klicken, wir sehen uns drüben. Bis gleich, danke dir, tschüss.